Es ist Zeit, mein Junge. Zeit für Geheimnisse. Es ist soweit, euer Hochwürden. Sehr gut. O Saat, du, der du golden am Firmament erscheinst, o lebensspendende Scheibe, erst unter den ersten goldene Gabe am östlichen Himmel, du erwärmst die Welt mit deinen Strahlen. Nae kifa market poimet, nos pro no hai torzid ischiribit, sidi nae latafu sotti. Was sagt er? Ich weiß nicht. Ihr wisst es nicht? War alles umsonst, Gimbas? Hütet eure Zunge vor dem Verborgenen, mein lieber Major. Wir werden ihn Kreon bringen. Was sagt er? Wir haben wohl einen Papagei ausgegraben. Sei still, du Narr. Wir sind gekommen, um dich zu befreien. Ihr habt mich ausgegraben. Ja. Du wurdest jahrhundertelang von scheinheiligen Priesterinnen verborgen. Wir haben dich befreit. Wir haben dich befreit. Wach auf, mein Junge, wir haben Besuch. Weißt du, wer das ist? Einer von Kreons Soldaten. Wie kommt der hierher? Hast du das gehört, mein Junge? Die Mondpriesterin glaubt, du seist einer von Kreons Leuten. Er ist einer von denen, die eure edle Königin retteten. Man sagte uns, sie seien in einem Flieger entkommen. Na, der hier nicht. Er kam mich erst besuchen. Und nun muss er zurück nach Atlantis zu eurer Königin. Nach Atlantis? Hoffentlich kann er gut schwimmen. Es sei denn, du hast einen deiner Zaubertricks auf Lager. Nein, aber du bist doch eine Vogelpriesterin. Ich kann ihn nicht fliegen. Die Soldaten haben alle unsere Flieger gestohlen. Wie du mir, so ich dir. Unten im Wald bei den Steinen steht einer. Los, mein Junge, es ist an der Zeit, Flügge zu werden. In dem Steinkreis war ein Kopf, ein sprechender Kopf. Ja, und das ist erst der Anfang. Dieser Kopf hat unendlich viel zu sagen. Worüber? Es gibt keine Frage, die er nicht beantworten kann, mein Junge. Nichts, was er nicht erklären kann. Stell dir vor, was euer Prinzgemahl damit alles anstellen könnte, die falsche Schlange. Und die Eule? War ich wirklich? Wirklich? Die Dinge sind viel zu kompliziert, als dass man wirklich und unwirklich voneinander unterscheiden könnte. Aber das weißt du ja. Ihr wolltet mir den Beutel geben. Den mit dem Blut. Ja, ja. Hör gut zu. Vor sehr langer Zeit wurde im Palast von Atlantis ein Schatz für mich versteckt. In der Nähe des Baums der Ersten. Er gehört dir. Hier, das ist für dich. Was soll ich denn damit anfangen? Lass mich gefälligst ausreden, wenn du irgendwann nicht weißt, was du als nächstes tun sollst. Was du als nächstes tun sollst. Streu etwas von dem Puder aus dem Flakon auf den Schatz. Und geh sparsam damit um. Was befindet sich in dem Flakon? Erde natürlich. Und getrocknetes Blut. Das des Weißen, deins und meins. Erzählt mir mehr von dem Schatz im Palast. Wo ist er versteckt? Ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort.
Ich bin kein Kopf aus Metall. Irgendwer im Palast wird den Baum der Ersten schon kennen. Wo befindet sich der Baum der Ersten? Ich habe nicht auf jede... Die Königin ist nach Atlantis zurückgekehrt. Wenn sie sich von ihren Getreuen umgeben, dem Volk zeigt, wird Kreon seine Niederlage eingestehen müssen. Da muss sie sich aber beeilen. Kreon wird von Tag zu Tag mächtiger. Was weißt du über den Kopf? Kopf? Was für ein Kopf? Der Kopf aus Metall, der im Steinkreis vergraben war. Das verborgene Wissen. Ein Kopf aus Metall? Und sprechen kann er auch. Das verborgene Wissen soll Macht verleihen. Genug Macht, um Welten zu errichten oder zu vernichten. Die Art von Macht, die den, der sie ausübt, in den Wahnsinn treibt. So heißt es jedenfalls. Kennst du die alte Frau? Die Zauberin? Ja. Ihre Methoden sind anders als die unsrigen, aber sie ist uns wohlgesonnen. Und sie weiß, dass, wenn Kreon in Atlantis an die Macht gelangt, auch sie um ihre Zukunft bangen muss. Der Flieger wird nicht den ganzen Tag hier stehen bleiben. Wir müssen uns beeilen. Ich hoffe, du möchtest nicht im Palast landen. Nein, bei einer Fischerhütte außerhalb der Stadt. Ich werde sie dir zeigen.